Von vorne, herzlich willkommen in Tegra FC Nummer 10 und hier in Saarland, in Saarbrücken. Neben mir steht jetzt Thorsten Jacobs und er hat heute hier seinen Kampf, ja, so wie auch seinen letzten per Triangle gewinnen können. Ich nehme es mal vorweg, dein Team hatte ich schon so ein bisschen angekündigt als Triangle-Spezialisten. Thorsten, wie ist dazu gekommen? Ja, wie schon mein Team gesagt hat, im Training mache ich es ganz gerne mal, wenn wir Bodenkämpfe machen. Probiere ich es immer wieder aus, klappt eigentlich auch ganz gut. Und einen super Gegner gehabt, super Standkämpfer, habe auch viele Schläge einstecken müssen, auch im Boden. Hat es mir sehr schwer gemacht, auch ein paar Mal aus einer Armbar raus. Ich habe immer wieder probiert nachzusetzen. Und am Ende hatte ich dann die Triangle und da hat er es aber auch noch sehr lange ausgehalten. Da hat es mir nochmal richtig schwierig gemacht, mir alle Kraft geraubt. Dafür nochmal vielen Dank an ihn und großen Respekt. Ich habe deinen Gegner eben noch sagen hören beim Rausgehen, er hat speziell trainiert dafür. Ja, er hat sich wirklich vorbereitet, er hat dich so ein bisschen studiert und hat sich auf den Triangle vorbereitet, aber es hat letztendlich dann doch nicht gereicht. Spricht für dich und für deinen Triangle. Ja. Hast du dich denn vorne gesehen bis zu deinem Choke? Ah, im Stand, muss ich ehrlich sagen, war er besser als ich. Ich konnte mir dann zwar einmal einen Takedown sichern, aber auch im Boden war er nicht schlecht, hat mich gesweept. War ziemlich ausgeglichen, muss ich sagen. Im Stand war er wirklich besser, hat öfters getroffen. Das heißt, wäre es dann zum Triangle nicht gekommen, wäre der Kampf auch durchaus oder der Sieg auch durchaus in die andere Ecke hätte gehen können? Hätte in die andere Ecke vielleicht auch gehen können, weiß man nicht. Die erste Runde, denke ich, hat er gewonnen, die zweite weiß ich nicht, wie das gewertet wird, wenn es noch weitergeht. Oder vielleicht sogar dann noch eine dritte Runde hätte sein können. Stimmt, es gibt ja die Möglichkeit einer extra Runde. Das ist jetzt dein 9. oder 10. Kampf? Mein 9. Kampf jetzt. Dein 9. Kampf. Ja, wo geht's hin mit dir? Was können wir von dir noch erwarten? Feste Pläne habe ich bis jetzt noch nicht. Ich bin noch im Studium, habe jetzt noch ein halbes Jahr, habe jetzt mal meine Bachelorarbeit schon abgegeben, aber es sind noch ein paar Prüfungen zu schreiben. Von daher, ich weiß noch nicht genau, wie es dann später mit der Arbeit aussieht. Aber ich sage immer, solange ich die Zeit noch dafür habe, mache ich es noch so intensiv, wie ich es kann und genieße die Zeit einfach und ich gucke, was kommt. Der Profibereich ist keine Option für dich? Zurzeit sehe ich mich noch nicht so weit, dass ich zu den Profis gehen kann. Von daher bleibe ich noch ein bisschen bei den Amateuren. Man hat jetzt gesehen, ist immer noch schwer auch bei den Amateuren. Es gibt sehr viele gute Amateure in Deutschland, von daher. Du wirst den Sport aber weiterhin betreiben, auch nach dem Studium. Wo siehst du dich denn? Wo sind deine sportlichen Ziele? Festgesteckte Ziele habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe den Sport irgendwann mal aus Spaß angefangen, habe nie gedacht, dass ich irgendwann mal kämpfen werde. Von daher, ich gucke einfach, wo es mich hintreibt. Natürlich, ich werde immer im Training bleiben, auch wenn ich irgendwann am Arbeiten bin, werde ich meine Zeit dafür finden, Sport zu machen und einfach gucken, wo der Weg hinführt. Klingt nach einer entspannten und lockeren Einstellung, nicht so verbissen, finde ich immer ganz gut. Dann schauen wir mal, wo wir dich demnächst noch mal erleben können und wo es dann letztendlich hingeht. Siehst du dich denn jetzt auch bei Integra FC vielleicht schon im Bereich eines Titels oder dergleichen? Oh, ich weiß noch nicht, ob ich mit den Grand Prix mal einsteigen werde. Werden wir mal sehen, was die Zeit bringt, wie ich mich entwickle, was ansteht, was wir für Grand Prix noch austragen werden bei uns auf der Veranstaltung. Von daher mal gucken. Du sagst bei uns auf der Veranstaltung, stimmt, du bist ja so ein kleines Eigengewächs vom Integra Fight Team. Ist es dann noch etwas für dich Besonderes, hier zu kämpfen oder hat das keine besondere Note für dich? Doch, es ist immer für mich eine Riesenehre, hier kämpfen zu dürfen. Bei uns auf der Veranstaltung jetzt zum ersten Mal hier in Saarbrücken im Saarland. Es macht immer Spaß, immer eine harte Vorbereitung dafür. Ich nehme das ernst, hier zu kämpfen. Es gibt keine Geschenke, von daher ist immer eine geile Veranstaltung, wenn man zu Hause kämpft. Man hat immer viele Leute, die gucken kommen. Meine Familie ist immer da, das Team ist immer da. Wenn man jetzt irgendwo groß auswärts kämpft, dann fahren vielleicht mal 2, 3 Leute mit, aber für die meisten ist es dann auch immer zu weit zum Mitkommen. Von daher ist zu Hause kämpfen immer ganz schön. Das denke ich. Ja, Thorsten, dann möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, 1, 2 Worte loszuwerden. Die Kamera gehört dir. Erstmal möchte ich meinem ganzen Team danken. Vor allem Wladimir Schwarz, der hier alles von alleine immer organisiert und so ausgebildet hat, wie draußen auch meinen anderen Trainern, Thomas Gotto, dem Genia,
meinen ganzen Jungs, die mich vorbereiten, die mich immer schön quälen in der Vorbereitung. Natürlich auch meine Familie, die mich immer unterstützt und die das gar nicht möglich wäre. Ja, unserem eigenen Sicherheitsdienst, Integra Sicherheitsdienst, Marius und Misha, die machen immer einen super Job. Kann man ein bisschen nebenbei auch noch Geld verdienen. Lässt sich gut kombinieren mit dem Sport. Und meinem Sponsor, dem Restaurant De Riva in Bernkastel. Da gehe ich sehr gerne essen, auch nach dem Training. Gibt super Steaks, gute Pizza. Auch immer vielen Dank dafür, für die super Unterstützung. Sponsoring ist ganz wichtig, gerade auch im Amateurbereich. So viel kann man da nicht verdienen und kostet alles Geld. Ne? Also, ja, dann bleibt mir noch, mich bei dir zu bedanken für deine Zeit, für das Interview, so direkt nach dem Kampf. Und ja, wünsche dir alles Sportliche, viel weiteren Erfolg und wir sehen, wo deine Reise noch hingeht. Ja? Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Down.